Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Der Virtual Boy wird oft als einer der größten Misserfolge Nintendos angesehen. Es sollte die neue, große, tragbare Konsole sein, aber scheiterte dann doch sehr stark. In diesem Video möchte ich euch eine kleine Übersicht über die Konsole geben. Ich zeige euch die Hardware, alle erschienenen Spiele und natürlich auch die Geschichte der Entwicklung und wieso die Konsole jetzt letztendlich eigentlich gescheitert ist. Viel Spaß, nach dem Intro geht's los. In den frühen 90er Jahren suchte Nintendo nach neuen Wegen, die Spielewelt zu revolutionieren. Nach dem riesigen Erfolg des Game Boys dachte sich Gunpei Yokoi, warum nicht eine tragbare Konsole mit 3D-Grafik entwickeln? Diese innovative Idee führte zur Entwicklung des Virtual Boys natürlich. Aber die Idee kam natürlich nicht einfach so aus dem Nichts. Alles begann, als Nintendo auf die US-Firma Reflection Technologies stieß. Diese Firma hatte ein stereoskopisches Display namens Private Eye entwickelt, das 3D-Bilder erzeugen konnte, dem es zwei leicht unterschiedliche Bilder an jedes Auge sendete. Nintendo erkannte das Potenzial dieser Technologie und wollte eine Konsole entwickeln, die diese Technik dann auch nutzen konnte. Der Gedanke war, den Spielern ein 3D-Erlebnis zu bieten, das bisher unerreicht war. Gunpei Yokoi, der kreative Kopf hinter dem Game Boy, war von dieser Idee wirklich begeistert. Bekannt für seine Philosophie des Lateral Thinking with Wizard Technology, glaubte er daran, bestehende Technologien auf neue, kreative Weise zu nutzen. Yokoi war überzeugt, dass die 3D-Technologie von Reflection Technology das Spielerlebnis revolutionieren könnte. Seine Vision war es, den Spielern eine neue, aufregende Dimension des Gaming zu eröffnen, die über das hinausging, was bisher möglich war. Die Entwicklung des Virtual Boys war jedoch nicht ohne Herausforderung, wie ihr euch wahrscheinlich denken könnt. Während Nintendo an dieser innovativen Konsole arbeitete, war auch die Entwicklung des Nintendo 64 im vollen Gange. Diese parallelen Projekte bedeuteten, dass die Ressourcen des Unternehmens natürlich auch geteilt werden mussten. Das Virtual Boy Projekt erhielt dabei nicht die volle Aufmerksamkeit und die Unterstützung, die es benötigt hätte, da man natürlich eher das Nintendo 64 pushen wollte. Diese Situation führte zu Kompromissen im Design und der Technologie, die später zu Problemen führen sollten. Die knappen Ressourcen und die Konkurrenz Priorität innerhalb des Unternehmens stellten wirklich sehr, sehr große Herausforderungen dar und das darf man wirklich nicht unterschätzen. Trotz dieser internen Herausforderungen entschied sich Nintendo, das Virtual Boy Projekt voranzutreiben. Die Entscheidung beruhte auf der Hoffnung, dass die 3D-Technologie Nintendo einen Wettbewerbsvorteil gegenüber der wachsenden Konkurrenz durch Sony und natürlich auch Sega verschaffen würde. Der Virtual Boy sollte als revolutionäre Konsole vermarktet werden, die den Spielern völlig neue Dimensionen des Spiels eröffnete, also im wahrsten Sinne des Wortes natürlich. Nintendo plante mit dieser Innovation seine Position als führender Innovator in der Videospielbranche zu stärken und neue Maßstäbe zu setzen natürlich. Um das Virtual Boy Projekt bekannt zu machen, präsentierte Nintendo die Konsole auf verschiedenen Messen, darunter die CES und die E3 im Jahr 1995. Allerdings, diese Präsentationen sollten das Interesse der Öffentlichkeit und der Presse nicht so wirklich wecken. Die Reaktion war nämlich eher gemischt. Einige waren natürlich von der Technologie beeindruckt, während andere eher skeptisch blieben. Trotzdem setzte Nintendo hohe Verkaufsziele und erwartete, dass das Virtual Boy Millionen von Einheiten verkaufen würde. Das Unternehmen sah die Konsole als wichtigen Schritt in die Zukunft des Gamings und war bereit, das Risiko einzugehen. Meine persönliche Theorie ist ja übrigens, dass es vielleicht sogar den Game Boy ablösen sollte. Um den Virtual Boy erfolgreich auf den Markt zu bringen, investierte Nintendo eine umfangreiche Marketingkampagne. Sie betonten die Einzigartigkeit und die technischen Fähigkeiten der Konsole und vermieden detaillierte Diskussion über die tatsächlich verfügbaren Spiele. Das war nämlich ein Problem, aber dazu natürlich später. Die Strategie war klar. Das Virtual Boy sollte als Hightech-Wunder präsentiert werden, das den Spielern ein immersives 3D-Erlebnis bietet. Diese Ambition spiegelt sich in den hohen Erwartungen und den optimistischen Verkaufsprognosen wider. Nintendo wollte die Spieler mit der Idee eines tragbaren 3D-Gaming-Erlebnisses begeistern und natürlich auch überraschen. Sowas kannte man ja damals einfach nicht. Nintendo war von den Verkaufszielen so überzeugt, dass sie mit 3 Millionen verkauften Einheiten und 14 Millionen verkauften Spielen bis März 96 erwarteten. Diese Erwartungen wurden jedoch bei weitem nicht erfüllt. Bis Dezember 95 hatte Nintendo nur etwa 350.000 Einheiten in Nordamerika verkauft und die weltweiten Verkaufszahlen erreichten bis Mitte 96 nur 770.000 Einheiten. Also wirklich nicht viel. Im nächsten Kapitel stelle ich euch mal die Hardware genauer vor, wie sich das alles anfühlt, wie alles funktioniert. Danach kommen die Spiele und im letzten Kapitel schauen wir uns mal kurz an, warum jetzt er genau gescheitert ist. Fight.
Fangen wir mit der Verpackung an. Das ist hier natürlich die japanische Variante. Man sieht es an den Schriftzeichen. Die Verpackung ist relativ groß. Wenn ich die des Game Boys mir ins Gedächtnis rufe, ist das wahrscheinlich so ungefähr nur 4-5 mal so groß. Locker auf jeden Fall. Ich würde euch auch auf jeden Fall empfehlen, falls ihr euch eine Konsole hinzulegen wollt, holt euch auf jeden Fall die japanische Variante. Erfahrungsgemäß ist die etwas günstiger, weil ich denke mal, dort hat sie es mehr verkauft. Ich habe jetzt leider keine Zahlen vor Augen, aber so wird es auf jeden Fall sein. Und die japanische Sachen bekommt man immer etwas besser, also in einem besseren Zustand, weil die Japaner anscheinend mit den Sachen wesentlich pfleglicher umgehen. Und der Virtual Boy ist Region Lock Free, das heißt, ihr könnt auch auf jeden Fall auch US-Module drauf spielen. Ich habe es zwar bisher nicht getestet, weil ich nur japanische Versionen habe, der Spiele, aber soll auch möglich sein. Und ich weiß, auf dem Bild seht ihr gleich auch vielleicht, warum es nicht ganz so erfolgreich war, neben den anderen Schwächen, auf die ich gleich noch eingehe. Es liegt nämlich kein Spiel vorne. Ihr habt beim Game Boy habt ihr hier irgendwie so ein kleines Feld von wegen, hey, Tetris ist dabei und so weiter. Beim Virtual Boy leider nicht. Ihr bekommt nur die Konsole. An den Seiten ist alles wie immer natürlich grob beschrieben und auf der Rückseite sind dort nochmal die Inhalte beschrieben. Sehr nüchtern finde ich, also selbst, es erschien ja Mitte der 90er Jahre, da hätte man hier ein bisschen mehr Pep machen können. Das sieht irgendwie aus wie irgendeine billige eBay-Auktion heutzutage. Es ist im Prinzip der Virtual Boy drin, der Controller und der Ständer. Auf die Sachen werde ich jetzt gleich noch einzeln eingehen. Ich kann leider kein Japanisch, deswegen habe ich keine Ahnung, was für Abenteuer einen hier versprochen werden. Wenn ihr die Packung aufmacht, ist so ein einfaches Papp-Inlay drin. Und ja, was uns alles drin erwartet, das schauen wir uns jetzt weiter an. In der Packung zuerst drin sind natürlich die üblichen Bedienungsanleitungen. Wie zum Beispiel hier, ich habe keine Ahnung, es werden Sicherheitshinweise sein oder ähnliches. Es ist auf jeden Fall ein Poster, beziehungsweise der Schnelleinstieg-Guide wird das natürlich sein. Groß steht hier natürlich Warning drauf, weil das Ding natürlich richtig bedient werden muss. Das scheint tatsächlich so eine Art Schnelleinstiegsanleitung sein, nehme ich mal an. Wie sagt man in Japanisch? Ich verstehe kein Wort. Das hier ist die Anleitung. Ist natürlich auch so schön wie der Rest, relativ nüchtern gehalten, aber natürlich auch hier wird wieder die rote Farbe immer wieder aufgefangen. Finde ich wunderbar, aber Anleitungen sind Anleitungen. Dafür habt ihr hier nicht eingeschaltet. Gucken wir uns dran, was sonst noch drin ist. Und zwar einmal das Kernstück. Der Virtual Boy, dann der angesprochene Ständer und natürlich der Controller. Ich werde jetzt auf den Controller gleich eingehen und auf deren Funktionsweise. Erstmal schauen wir uns den Virtual Boy an, würde ich sagen. Und zwar, so sieht er aus. Ist relativ handlich, ne? So größenverhältnismäßig wie meine Hand hier so ungefähr. Ihr habt hier oben zwei Bedienfelder, womit ihr das Sichtfeld richtig einstellen könnt. Das ist einmal Fokus und einmal der Blickwinkel. Also im Prinzip ähnlich wie eine moderne Virtual Reality Brille. Da müsst ihr ja auch die Richtung einstellen und so weiter. Dann habt ihr hier natürlich hier die beiden Linsen plus hier den Rahmen. Diesen Rahmen auf Schaumstoff, da gibt es auch Ersatzteile. In meiner Version, die ich mir bestellt habe, war sogar noch ein original verpacktes Schaumstoff-Umrandungsding. Keine Ahnung, wie die Dinger professionell heißen. Das heißt, es gab definitiv Zubehör, was dazu gekauft wurde, falls das wahrscheinlich abgegangen ist. Das kann man auch abnehmen, das spare ich mir jetzt, weil ich sonst wahrscheinlich Ewigkeiten daran rumfummeln werde. Dann haben wir hier auf der Unterseite einmal hier den Adapter für den Ständer. Und genau hier kommen die Spiele ran. Ne, das heißt, die werden im Prinzip, wenn ihr die Konsole habt, oben ne, hier so reingesteckt. Wie genau die Spiele verpackt sind und kommen, das zeige ich euch auch gleich noch. An Seiten relativ unauffällig, beiden Seiten Nintendo. Das ist die Konsole. Und da haben sich die Füchse bei Nintendo gedacht, okay, das muss ja irgendwie ans Gesicht kommen. Ne? Wie gesagt, moderne VR-Brillen, die haben natürlich hier so Straps. Ich habe hier sogar meine Oculus Rift. Die haben hier natürlich hier so Haltebänder.
Durch das aufs Gesicht halten wäre hier vermutlich auch besser gewesen. Aber sie haben sich entschieden, nein, so einen Luxus brauchen wir nicht. Wir packen einen Ständer dazu. Diesen klappt man hier einfach auf. Und wie angesprochen, hier oben kann man das denn hier einklinken. Geht man hier einfach so. Ja. Wunderbar. So, ich lege es einfach mal so, dass ihr es besser sehen könnt. Ist leider mit dem Kameraaufschnitt nicht ganz so einfach, weil das hier die Größe sprengt. Der Nachteil ist dran. Es gibt viele Sachen, die man sagen kann. Hey, man kriegt Augenschmerz nach einer Zeit. Das habe ich ehrlich gesagt bei meinen Spielsessions bisher nicht bemerken können. Und zwar aus einem großen Grund. So lange habe ich halt nie gespielt. Das ist wirklich einer der großen, großen Nachteile des Virtual Boys. Da dieser Ständer, ihr seht es selber, der ist nicht hoch. Und als erwachsene Person, wenn man das hier auf den Tisch stehen hat, auch auf einem Tisch mit einer ganz normalen Höhe, muss man sich so arg nach vorne gebeugt, denn da reinquetschen irgendwie, dann muss natürlich auch der Augenabstand der gleiche sein. Ich baue den Ständer hier einfach wieder ab, ne, wenn ich es irgendwie hinkriege, damit wir den Virtual Boy etwas besser sehen. So. Und zwar, wenn ihr eure Augen, müsst ihr im genau richtigen Winkel hier reinmachen, dass ihr mit den Linsen das auch richtig sehen könnt. Weil, ne, ist der Kopf etwas zu hoch, gucken die Augen etwas nach unten und schon ist das Bild in etwas nicht ganz so optimal. Wie gesagt, die modernen VR-Brillen, die haben das einfach umgangen. Im Prinzip haben sie dasselbe Problem, die haben das umgangen, weil das halt genau fest auf dem Kopf war. Deswegen habe ich mir das meistens immer so hingestellt, dass der Virtual Boy so halb auf dem Ständer so stand, ein bisschen wackelig, aber so fand ich es etwas bequemer. Allgemein ist der Virtual Boy keine Konsole, mit denen ihr wirklich wie beim Game Boy stundenlang zocken könnt, weil irgendwie ist diese Haltung einfach nicht bequem. Der 3D-Effekt, wenn ihr erstmal spielt, ist sehr subtil, aber wirklich spürbar. Finde ich sehr, sehr schön umgesetzt. Ist natürlich so ein bisschen eine Spielerei. Viele, viele Spiele nutzen das nicht aus. Ich werde das ja auch mal in meinen Test, wenn auch weitere Virtual Boy Spieletests kommen. Manche nehmen das eher so als Gimmick, dass der Hintergrund irgendwie etwas 3D-mäßiger aussieht und so weiter. Es gibt aber auch Spiele, das habt ihr vielleicht auch in meiner Spieleübersicht für den Virtual Boy gesehen, die das wirklich gut ausnutzen. Und ich denke mal, wenn der Virtual Boy nicht so früh einfach aufgegeben worden wäre, dann wären auch Spiele rausgekommen, die das auch wirklich gut nutzen. Denn wir haben hier ein wichtiges, was für mich auch so neben dem eigentlichen 3D-Effekt fast schon das Highlight ist, der Controller. Und zwar der Controller, ich packe den Virtual Boy mal hier so hin, der ist wirklich wunderbar. Und zwar müsst ihr den mit einem Kabel hier verbinden. Genau, der Anschluss ist hier unten. Auch das spare ich mir mal. Ihr verbindet das unten und auch darüber wird das ganze Gerät batteriebetrieben. Denn hier hinten habt ihr das Battery Pack, was man dann einmal aufmacht. Frisst ordentlich Batterien. 6 AA-Batterien. Es gibt auch ein Netzteil, was man sich als Zubehör kaufen kann. Das habe ich auch original verpackt dabei gehabt. Problem ist, es ist ein japanischer Stecker und ich habe es einmal versucht, mit einem Adapter bei mir in die Steckdose reinzupacken, um zu gucken, ob es funktioniert. Und dann ist meine Sicherung geflogen und es kam Rauch. Ich war froh, dass der Virtual Boy keinen Schaden genommen hat, aber seitdem, ja, lieber Batterien, da bin ich auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Ihr verbindet das und quasi, ihr habt das in den Händen und dann den Virtual Boy hier. Auch da wieder ein Nachteil des Geräts. Falls ihr mit dem Controller noch nicht so vertraut seid, müsst ihr immer ständig gucken, okay, was war nochmal welche Taste? Ihr seid aber mit den Augen natürlich in den Virtual Boy und seht den Controller nicht. Ihr könnt nicht wie, keine Ahnung, PlayStation, Xbox kurz mal runter gucken, was war nochmal die X-Taste. Nein, ihr müsst dann jedes Mal aus dem Spiel rausgehen und was war das denn nochmal? Ich habe es dann halt meistens so gemacht, dass ich ihn einfach so ein bisschen gefühlt habe. Abgesehen davon hat der Controller ein paar Besonderheiten. Und zwar, wie man sieht, 2 Steuerkreuze, Select Start ist normal, dann A und B, hier ist der An- und Ausknopf für den Virtual Boy und 2 Triggertasten hinten. Die 2 Steuerkreuze
Beide werden nicht oft benutzt. Die meisten Spiele benutzen den einen und dann halt A und B plus die Triggertasten. Ihr seht schon selber, der liegt verdammt gut in der Hand. Also da hat wirklich Nintendo was ganz, ganz Gutes geleistet. Der liegt verdammt gut in der Hand. Ihr habt ja auch hier so ein bisschen für die Finger ausgeschnittene Plastikflächen. Die Trigger sind sehr gut bedienbar. Und auch hier wäre noch viel mehr möglich gewesen. Wie gesagt, die meisten Spiele benutzen nur Steuerkreuz plus A und B plus die Triggertasten, also vier Tasten im Prinzip. Aber es gibt auch Spiele, die beide Steuerkreuze benutzen. Und zwar zum Beispiel dieses Boxspiel, was ihr gesehen habt, ne? Robloxer. Wie ist das? Ich kann mich gerade täuschen. Telerobox. So. Ach, keine Ahnung, wie ich auf den Namen gekommen bin. Ich muss mich gerade umschauen und mir die UVP anschauen, wie es genau hieß. Und zwar spielt er hier einen Boxer, ne? Aus der Ich-Perspektive. Und mit diesen beiden Tasten könnt ihr jeder Hand quasi steuern, wo sie hinschlagen soll, was für eine Art Schlag sie machen soll. Mit den Trigger-Tasten schlagt ihr dann. Das heißt, ihr könnt irgendwie da hier links nach oben, zack, rechts nach unten und so weiter. Und das ist einfach super. Deswegen nicht nur dieses 3D-Feature, was in einige Spiele wirklich befeuern und gut benutzen, nein, auch diesen Controller, den hätte man wirklich super benutzen können und auch wirklich erweitern können. Das gibt durchaus viele Möglichkeiten. Deswegen finde ich es einfach schade, dass es, ja, es macht halt wirklich Kopfschmerz. Wie gesagt, ich persönlich hatte noch keine, aber ich kann es mir gut vorstellen, wenn man da irgendwie ein, zwei Stunden am Stück zockt, das ist halt nicht geil. Das ist aber auch bei einer normalen Oculus oder sonst was VR-Brille modern, muss man sich dran gewöhnen. Problem ist halt wirklich primär dieser Ständer, dass das nicht vernünftig von der Position hinkommt. Es gibt allerdings, wenn ihr einen 3D-Drucker habt, habe ich mal so ein bisschen geguckt, es gibt zwei coole Sachen. Und zwar hier einmal, das habe ich mir ausgedruckt. Ihr seht, ist das so ein kleiner Adapter, den ihr unter den Gameboy dran klemmen könnt. Und dann könnt ihr diesen hier an einen Mikrofonarm schrauben. Natürlich hat nicht jeder von euch so Mikrofonarm wie ich. Ich bin YouTuber, ich habe so ein Ding natürlich. Das ist eine Möglichkeit, dann kann man das hier so ein bisschen eher so auf Kopfhöhe hinziehen und hin und her schieben. Habe ich benutzt. Problem ist, weil ich den Mikrofonarm für natürlich mein Mikrofon nehme und ich habe keinen Bock, da ständig auf und ab zu bauen. Ist das ein bisschen problematisch. Oder, das habe ich mir noch nicht ausgedruckt, falls ihr noch irgendwo einen alten Fahrradhelm oder ähnliches habt, gibt es wirklich so eine Art Visier, wo ihr den Virtual Boy dran schrauben könnt und euch wie eine moderne VR-Brille vor euren Kopf fahren könnt. Aber das sind natürlich Spielereien. Da hat natürlich auch nicht jeder Zugang dazu. Soviel zum System. Grobe Übersicht, es ist ein 32-Bit-System, was viele so ein bisschen, ne, Virtual Boy klingt so nach Game Boy, eher 8-Bit, aber seht ihr vielleicht auch immer an den Gameplay-Aufnahmen. Da ist wirklich Power dahinter, also das kann man nicht anders sagen. Kommen wir mal zu den Spielen. Wie werden die denn verpackt? So sehen die japanischen Virtual Boy Verpackungen ungefähr aus. Ihr habt hier natürlich hier in der Seite immer ein Virtual Boy Logo, dann natürlich hier auch dann, ja, die Beschreibung. Im Prinzip die Größe ist exakt gleich wie Game Boy OVPs. Auch der Aufbau. Natürlich, wenn ihr reinschaut, ist natürlich normalerweise nicht hier so ein Plastikcase. Das ist hier so eine Schutzhülle, die man auch ja, für die Game Boy OVPs benutzen kann. Hier drin sind natürlich immer Anleitungen und das Spiel an sich. Und das Spiel an sich, das finde ich immer ein nettes Gimmick. Die Cartridges, die sehen so aus. Ein bisschen breiter, ein bisschen flacher, etwas größer als Gameboy, aber natürlich auch grau. Und da kommt auch hier immer so eine kleine Plastikschutzkappe dazu. Ne? Hier, das sind die Konnektoren, die dann halt in den Virtual Boy hineinkommen. Also eine kleine Schutzkappe. Das finde ich immer so ein nettes, kleines Gimmick. Ja, bei dem Namen sollte es keine Überraschung geben. Es ist Tetris in 3D. Hier wird das normale Tetris-Prinzip genommen und in die dritte Dimension portiert. Dazu erweitert sich das Spielfeld und es wird im Prinzip in einer Art Draufsicht gespielt. Eine interessante Spielart, aber leider sollte man das Spiel auf der originalen Hardware spielen, weil es auf dem Emulator durch den fehlenden 3D-Effekt künstlich schwer gemacht wird.
In diesem Flipper-Spiel erwarten euch 4 verschiedene Spieltische, die alle in dreidimensionaler Grafik umgesetzt wurden. So ganz hat sich das Ballverhalten für mich nicht richtig angefühlt, aber für eine Runde zwischendurch kann man hier definitiv mal reinschnuppern. Wieder sehr kreative Spielename, es schon erahnen lässt, erwartet euch hier die Virtual Boy Version der Golfsportart. Technisch ist das Spiel durchaus sehr gut umgesetzt und das Abschlaggefühl passt. Wie genau die Physik umgesetzt wurde, kann ich leider nicht beurteilen, aber im Großen und Ganzen ist es ein sehr gut umgesetztes Spiel. Ein sehr interessanter Titel, der leider in Japan geblieben ist. In diesem Action-Horror-Adventure navigiert ihr aus der Ego-Perspektive durch ein Labyrinth und müsst dort diversen Monstern entkommen. Technisch ein absolut beeindruckender Titel. Der Virtual Boy hat zwar nicht viele Spiele, aber die eine oder andere Perle ist dann doch vertreten. In diesem Spiel navigiert ihr aus der Draufsicht euren Charakter durch verschiedene Labyrinthe, sucht Schlüssel, um weiterzukommen und bekämpft Fieslinge. Das Spiel ist einfach nur sympathisch gestaltet und man will einfach immer weiterziehen. Mario Clash fühlt sich wie ein altes Arcade-Spiel an. Verteilt auf 2 Ebenen, gemeint ist hier der Vorder- und der Hintergrund, bekämpft ihr mit Mario diverse Gegner und müsst ständig hin und her wechseln. Im Prinzip erwartet euch eine Neuinterpretierung des Mario Bros. Titels aus dem Jahre 1983. Jede Konsole muss natürlich Sportspiele haben. Mario Tennis ist dabei wie gewohnt eine charmante Umsetzung der Ballsportart. Mit diversen Nintendo-Charakteren spielt ihr zahlreiche Matches. Besonderheit ist hier die 3D-Ansicht, die sehr gut umgesetzt wurde. Eine nette Spaßumsetzung. Nesta ist das Club Nintendo Maskottchen in den USA und wird mit diesem Spiel auf dem Virtual Boy auch mal gewürdigt. Lasst euch aber nicht von dem Titel irren, das Maskottchen müsst ihr nicht kennen. Übrig bleibt ein durchaus solides Bowling-Spiel, das nicht mit großen Spezialitäten glänzt, aber den Kern richtig umsetzt.
Bomberman auf dem Virtual Boy. Nur halt nicht in der klassischen Art, sondern als Puzzlespiel. Wie in vielen anderen Titeln müsst ihr mindestens drei gleiche Elemente kombinieren, damit sie verschwinden. Um das alles aber etwas aufzupeppen, gibt es ab und zu auch mal Bomben, mit denen ihr dann ordentlich etwas freiräumen könnt. Für Puzzle-Fans auf jeden Fall einen Blick wert. Red Alarm ist wohl eines der wirklich ambitionierten Spiele, die den 3D-Effekt auch gut ausnutzen. Hier wird nicht weniger als ein 3D-Space-Shooter abgeliefert, natürlich etwas abgespeckt. So setzt der Entwickler jetzt keine Polygone ein, sondern Gittermodelle, aber es ist dennoch beeindruckend umgesetzt worden. Leider ist es durch die starke Nutzung des 3D-Features nicht gut auf den Emulator zu spielen. Das Spiel ist das einzige Strategiespiel für das System. In klassischer Rundmanie zieht ihr eure Einheiten über die Felder und füllt Schlachten aus. Garniert wird das Ganze mit der SD Gundam Lizenz. Ich glaube, den Klassiker Space Invaders gibt es auf fast jedem System in irgendeiner Form. So natürlich auch auf dem Virtual Boy. Das Spielprinzip bleibt natürlich gleich. Ihr schießt in alter Arcade-Manie Raumschiffe ab. Aber immerhin gibt es eine gekippte 3D-Ansicht. Wenn ihr also die tausendste Space Invaders-Version braucht, dann könnt ihr hier nichts falsch machen. Space Quash ist quasi ein Pong 3D. Im dreidimensionalen Raum schießt ihr euch einen Ball hin und her. Immerhin hat der Entwickler versucht, das Ganze mit verschiedenen Charakteren aufzupolieren. Braucht man jetzt aber nicht unbedingt. Das Spiel ist eines der interessanteren Titel. Aus der Ego-Perspektive kämpft ihr gegen andere Roboter im klassischen Boxkampf. In diesem Spiel wird der Controller mit seinen zwei Steuerkreuzen gut ausgenutzt und so könnt ihr für jede Seite flexible Manöver starten. Das Spiel zeigt, was auf dem System hätte sein können. Eigene, gut angepasste Spiele, welche die Hardware gut ausnutzen. Es ist Tetris auf dem Virtual Boy. Hier wurde tatsächlich einfach nur Tetris auf das System ohne große Anpassung vom Spielablauf her portiert. Der 3D-Effekt wurde hier nur für optische Spielereien genutzt.
Hier erwartet euch ein klassisches Shoot'em-up. Mit einem Raumschiff fliegt ihr von unten nach oben und ballert dabei allerlei Gegner weg und rüstet euer Waffenarsenal mit Power-Ups auf. Ganz so simpel ist das Spiel dann allerdings dann doch nicht. Es gibt zwei Ebenen, einmal unten, einmal oben. Zwischen denen könnt ihr jederzeit per Knopfdruck wechseln. Ein nettes Feature, das den sonst einfachen Spielablauf etwas auffrischt. Obwohl die Spielebibliothek nur 22 Spiele umfasst, gibt es mit diesem Titel ein zweites Bowling-Spiel für das System. Meiner Meinung nach ist dieses hier jedoch das schlechtere. Die Steuerung ist bei Nestas Funky Bowling einfach viel besser umgesetzt worden und macht daher auch viel mehr Spaß. Das Spiel ist der beste Titel auf dem Virtual Boy. Das System hat vielleicht kein klassisches Mario-Spiel spendiert bekommen, aber Wario füllt diese Lücke mit Leichtigkeit aus. Die Technik ist fantastisch und die Level sind durch ihren nicht gerade niedrigen Aufbau und abwechslungsreichen Umgebung der eigentliche Star. Hier solltet ihr auf jeden Fall zumindest mal mit dem Emulator reinspielen. Es ist Fischen auf dem Virtual Boy, also in 3D. Fantastisch, oder? Naja, ehrlich gesagt kenne ich mich mit dem Angelsport nicht im geringsten aus, scheint aber ganz solide zu sein. Ach Japan, du und deine kuriosen Spiele. Auf den ersten Blick ist es eines dieser bekannten Puzzle-Spiele. Es fallen von oben Blöcke rein und die müssen kombiniert werden. Nur, dass das hier Gedärme sind und durchgehende Verbindungen erstellt werden müssen. Alles begleitet mit einer euphorisch hüpfenden Dame mit großem Vorbau. In Japan ist der Baseball-Sport sehr beliebt. Daher ist es natürlich eine logische Konsequenz, dass es auch ein entsprechendes Spiel gibt. Leider bin ich mit der Sportart nicht großartig vertraut, aber vom Ersteindruck scheint es durchaus solide umgesetzt worden zu sein. Der Film war damals eine große Sache und zumindest finanziell ein genauso großer Flop. In diesem nur in den USA erschienenen Spiel fahrt ihr mit euren Katamaran durch eine 3D-Umgebung, schießt Piraten ab und rettet Ertrinkende. Braucht man jetzt nicht wirklich.
Also, wir haben uns etwas die Hardware angeschaut und na gut, sie war schon etwas nicht so toll. Und natürlich auch die Spiele. Die waren jetzt zwar gut und okay, aber ist auch nicht so massig natürlich da. Woran ist das Ganze wirklich gescheitert? Als erstes haben wir natürlich die technischen Einschränkungen. Der Virtual Boy nutzt ein monochromes rot-schwarzes Display, das viele Spieler wirklich als unattraktiv empfanden. Die Entscheidung, Rot zu verwenden, wurde getroffen, weil das weniger Strom verbraucht und leichter zu erkennen war. Doch das führt natürlich zu einem nicht so geilen visuellen Erlebnis, das wirklich sehr schnell ermüdet. Ich kann da wirklich aus Erfahrung sprechen. Und außerdem ist das Design der Konsole, wo man den Kopf halt dann so reinhalten musste, nicht wirklich bequem und da bekommt man wirklich durchaus Kopfschmerzen. Das wird ja bei jedem Spielstand sogar einem immer angezeigt, dass man alle 30 Minuten eine Pause machen sollte. Und mal ganz ehrlich gesagt, welche Konsole warnt euch immer davor, wenn ihr spielen wollt, nicht so lange und nicht so oft zu spielen? Denn natürlich ist ein großer Faktor die mangelnde Spielunterstützung. Während der Entwicklung des Virtual Boys war Nintendo auch stark an die Entwicklung des Nintendo 64 fokussiert. Das führte dann natürlich dazu, dass wichtige Entwickler wie Shigeru Miyamoto nicht in die Entwicklung des Virtual Boys eingebunden waren. Und dadurch natürlich die verfügbaren Spiele die Fähigkeiten der Konsole nicht voll ausschöpfen konnten und naja, sie waren ehrlich gesagt wenig oft ansprechend. Es gibt einige Ausnahmen wie natürlich Wario Land, aber ja, es fehlt halt wirklich der Systemseller. Und natürlich auch die fehlende Mobilität. Wo der Virtual Boy als tragbare Konsole vermarktet wurde, war er natürlich alles andere als mobil. Die Konsole musste immer auf einer festen Oberfläche platziert werden und das blockiert natürlich auch das periphere Sehen des Spielers vollkommen, was die Spiele unterwegs natürlich echt unpraktisch macht. Das stand natürlich im starken Kontrast zum Game Boy, der überall mitgenommen werden konnte und tatsächlich wirklich auch tragbar war. Und wie gesagt, ganz ehrlich, diese Haltung, die man beim Spielen einnehmen muss, das ist wirklich nicht bequem. Und dann haben wir natürlich auch noch das Marketing und die Preisgestaltung. Die Markteinführung des Virtual Boys war durch eine teure und umfangreiche Marketingkampagne zwar geprägt, jedoch wurde da halt wirklich nicht so wirklich die Spiele und ihre Qualität irgendwie dargestellt. Und dann mit einem Startpreis von $179,95, was etwa heute ungefähr $370 entspricht, inflationsbereinigt, war der Virtual Boy für Spieler natürlich viel zu teuer. Insbesondere im Vergleich zu anderen Konsolen auf dem Markt und natürlich auch zu dem Game Boy, der natürlich nur einen Bruchteil des Preises kostete. Und natürlich den Stichwort interne Konkurrenz. Die Entwicklung des Virtual Boys litt auch unter interner Konkurrenz, während Nintendo Ressourcen für den Virtual Boy Projekt bereitstellte und gleichzeitig intensiv am Nintendo 64, wie erwähnt, gearbeitet. Diese Doppelbelastung führte dazu, dass das Virtual Boy Projekt nicht die notwendige Unterstützung und Aufmerksamkeit erhielt, wie es natürlich eigentlich gebraucht hätte, um erfolgreich zu sein. Da fehlt einfach viel zu viel Feinschliff. Das führte dann zu Kompromissen im Design und der Technologie, die das Endprodukt natürlich entsprechend beeinträchtigten. Also, kommen wir zum Fazit. Der Virtual Boy ist wirklich eine kuriose Sache. Er hat natürlich so viele, viele Kinderkrankheiten, war für seine Zeit eigentlich visionär, aber natürlich die mangelnde Unterstützung und auch die internen Konkurrenzkämpfe während der Entwicklung, die taten der Konsole einfach nicht gut. Die Idee war wirklich sehr gut, aber war einfach ihrer Zeit irgendwie voraus. Wie ich auch bei meinen letzten Videos hatte, wie zum Beispiel der Atari Lynx oder der Game Gear, die natürlich dann auch sehr fortschrittlich waren, aber halt immer noch diese Kinderkrankheiten dieser neuen Technologie hatten. Genau das hatte eben auch der Virtual Boy. Und dadurch ist er halt einfach gescheitert. Trotzdem ist es ein nettes, kurioses Teil, was zeigt, dass Nintendo natürlich auch durchaus zu Experimenten fähig war. Schön, dass ihr dieses Mal wieder reingeschaut. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt, ihr Lieben. Macht's gut!